Und schönen guten Tag zurück zu Let's Play Together Taladion Minecraft. Taladion Minecraft in Alpine oder Wo so. Wo guckst denn du hin? Wieso? Ich guck dich an. Ja, eben gerade nicht. Da hast du hier die Fackel angeguckt. Ja, die ist ja auch spannend. Ja, ich dachte, wenn du mich schon vorstellst, dann musst du mich auch angucken. Immer in die Augen schauen. Immer in die Augen schauen. Boah, schaut in die Augen. Aus. Ein bisschen. Schönen guten Tag. Grüße euch. Yo, das, was wir mit euch vorhaben, ist nachts Ender Penner Farm und tagsüber machen wir Unfug. Da sind wir kreativ. Ja, kreativ. Da sind wir kreativ. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin mit meiner Hütte noch nicht zufrieden. Ich habe alles in meiner Hütte drin, was super ist und dementsprechend ist das super. Also, ist eher so der... Ich bin der Pragmatiker. Genau. Ja. Ich habe doch keine Ahnung, was man so bauen kann, was schön ist. Erinnere dich an deine Lego-Zeiten, oder? Da habe ich ein Raumschiff gebaut. Ein Raumschiff habe ich gebaut. Ja, dann bau doch ein Raumschiff. Ja, aber so groß. Dann zwar nicht RP hier, weil ich voll der Verstoß wäre hier gegen unsere Richtlinien, die wir uns am Anfang gesetzt haben. Was haben wir? Ah, wir wollen noch hier voll das RP machen. Ach echt? Herr Taladir, finden Sie es angebracht, diesen Wald hier, der über Jahrhunderte gewachsen ist, einfach so zu vernichten? Yo. Moment, der holt gleich wieder sein Schwert raus, ich gebe wieder. Yo. Finde ich gut, finde ich das. So, das war jetzt sehr schlau von mir, was ich da gerade gemacht habe. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Ich will eigentlich nur irgendwie die Zeit rumkriegen, dass Nacht wird. Wenn hier Zeit rumkriegen. Oh. Bauen wir jetzt erstmal eine Axt. Ja. Weil ich keine mehr hab. Hast du keine Axt mehr? Nö. Ist ja kacke. Irgendwer hat die kaputt gemacht. Oder, ach, come on, jetzt habe ich nicht... Oh. War bestimmt so ein böser Creeper. Ich verkrafte mich die ganze Zeit. Weil ein Holzhaus bauen ohne Axt, das erfordert sehr viel Präzision und die habe ich heute nicht. Ach komm, gerade in der Battlefield-Runde war es da okay. Du meinst in der Battlefield-Runde, die wir vor 7 Tagen gespielt haben? Ja, stimmt. Wir nehmen ja... eine Folge pro Tag auf. Oh nee, das ist mein blödes Pferd. Wir nehmen das sogar minutenweise auf. Jede Stunde eine Minute. Und wir sind so gut im Nicht-Cutten oder im Cutten, dass man gar nicht merkt, dass wir noch krasser sind. Ja. So, das war jetzt. Nope. Ja. Die willst du jetzt haben, die Karotte, wa? Was? Die wollte er haben, die Karotte, wa? Ja, gibt's nicht. Karotte? Ja, ich lief gerade mit einer Karotte rum. Und die komischen Schweine guckten mich an, so... Ist das eine Marotte von dir? Ich habe eine Karottenmarotte. Das ist auch mal nett. Ich schaue gerade in irgendeine Truhe, wo ich eigentlich schon weiß, dass keine Zäune drin sind, um zu schauen, ob da Zäune drin sind und finde welche im Inventar. Hm. Inventarception. Was? Gut, dass wir so viel Holz haben. Ja, ich liefere gerade nochmal ein Stack ab. Aber das ist das falsche Holz, ne? Du brauchst ja das... Für Sticks ist das vollkommen in Ordnung. Ja, aber für dein Haus. Brauchst du ja die anderen Holz. Oh. Ja. Na dann, da ich ja eh nichts tun. Eigentlich ja unsere Apfelfarm. Dann hole ich mal hier drüben ein bisschen Holz. Du musst jetzt nicht für mich Holz farmen. Ich farm auch nicht für dich Steine. Ne, brauchst du ja nicht, weil wir die ja in der Kiste haben. Wie, du hast einfach meine Steine verbaut, die waren abgezählt. Ich habe ja neue dazugepackt. Ja, hast du gar nicht gemerkt, ne? Jetzt bin ich ein Stockwerk zu hoch gelaufen. Im Moment komplett verwirrt gerade. Das ist nicht schwer. Das kriegt man schon hin, wenn man Musik laufen lässt. Was? Musik?
Was ist Musik? Hilfe! Was redet er? Weiß ich auch nicht. Das weiß ich selber nicht. Schau mal an, wie schön das wird. Und vor allem so total unsymmetrisch. Und keiner weiß warum. Mei. Ist hier immer noch Holz dazu? Ach so, wegen der Kacktreppe sind da ja noch. Eins. Nee. Das ist scheiße. Kacke aus so. Kacke aus. Kacke. Kackehaus. Moment. Ja, kein Wunder. Boah, ist das nervig. Jetzt muss ich mal wieder raus und rein und Treppen wieder hoch und dann wieder. So. Ja, so ein Minecraft-Mannequin hat's schon schwer. Noch irgendwas falsch. Oh. Jetzt hat. Ja, fast gut. Fast gut. Jetzt hat. Und wie machen wir das jetzt? Dass das nach was aussieht. So. Und so. Und das da wieder weg. So, ist genau. Alles raus, ja. So. Hätten wir das auf dieser Seite schon mal und da passt das ja eh mit dem. Stimmt, ich habe ja hier noch ein super paar. Schön. Pflanzen. Super Lop. Schön. Lop. So, jetzt müssen wir nur noch Lop. Das da unten reparieren. Lop. So, das haben wir. 35 Holzdingsies habe ich. Ich hole mal noch ein, zwei Bäumchen. Grunz mir die an, du Schwein. Oh nein, ich habe ein Loch im Boden. Besser im Boden als im Kopf. Sagt ja auch meine Oma immer. Die sprach aus Erfahrung, oder was? Ich habe keine Ahnung, vielleicht. Ich glaube, das ist so... Na. Nee, die Seite, die müssen wir fast so lassen, das ist ein bisschen... Wie heißt das jetzt auf Deutsch? Menschenverstand. So Loch im Kopf gleich Aua und nicht sehr praktisch. So, ich bin mal gespannt, ob wir die Nacht jetzt überleben. Wieso? Also ja, ich finde wieder Endermänner jagen. Ich finde es ärgerlich. Das hat mir zumindest die letzte Zeit kein Glück gebracht. Nee, das ist wahr. Ist es denn schon? Wird es denn schon? Ich weiß gar nicht, habe ich den... Ach stimmt, den goldenen Apfel, der liegt ja in der Lava. Oh. Ja, da liegt der Jut. Ja, muss man auch korrigieren. In Minecraft ist ja ein bisschen anders wie in Terraria zum Beispiel. In Terraria, da würde dann auch noch liegen. Man könnte sich den holen. Ich kann meine Tür hier nicht öffnen. Oder? War ich schon richtig im Kopf. Wen? Wenn dir in Terraria was in die Lava fällt, kannst du es doch wiederholen. Jein. Oder? Jein, wenn du das, Ja, jetzt mal angenommen, ich mach dann da Obsidian und farm das ab und so, oder ich habe einen Trank, dass ich da rein kann, dann läge das Item da doch bestimmt noch. Meine ich zumindest in Erinnerung zu haben. Es kommt auf das Item drauf an, also irgendwelche Low-Level-Sachen, die gehen, glaube ich, kaputt. Okay. Aber wenn du jetzt zum Beispiel halt Obsidian oder halt Adamantit oder sonst irgendein Krams farmst, dann dürfte das da bleiben. Minecraft zumindest geht in Feuer oder in Lava gehen Items rucki-zucki sind die hinüber. Also in Lava glaube ich sofort und in Feuer innerhalb von ein paar Sekunden. So, oder auch wenn zum Beispiel du stirbst, deine Item verlierst und dann explodiert hinter dir nochmal ein Creeper in deinen Items. Dann ist auch die Chance groß, dass das Zeug hinüber ist. So, da ist ja schon ein Endermann. Wunderbar. Wo bist denn du? Vor unserem Haus. Vor eurem... Was? Wo bist denn du vor unserem Haus? Ja, da ist unterm Brunnen gespawnt. Die Quelle allen Übels.
What the? Ich sehe dich schon draufgehen. Oh, jetzt geht doch nicht immer. Ach, da ist der. Okay. Ich hab mal einen Apfel noch eingesammelt. Oh. Hm. Keine Perle. Keine Perle für die Herren. Oh, nee. Nee. Skelett und 700 Spinnen. Ich hab Bock drauf, ey. Auf wen? Skelett und 700 Spinnen. Und ein Creeper. Wow, was ist das? Ich kann mich nicht mehr... Oh, doch, jetzt wieder. Konnte mich gerade nicht mehr vorwärts bewegen. Meine Erfahrung. Nein. Hab ich gefunden. Ja. Ist ja abgestaubt. Wie weit bist du mittlerweile wieder? Kurz vor 24. Ah ja. Bin 16 jetzt. Ja, ich nehme mal für die normalen Viecher das Ultra-Power-Schwert. Ich meine, was du theoretisch auch machen kannst, du kannst auch, wenn dir zum Bauen nichts einfällt, kannst du auch untertags einfach in den Nether gehen und dort Quarz farmen. Das gibt nochmal, glaube ich, doppelt so viel wie Kohle abbauen. Okay. Erfahrungspunkten. Also da bin, aber da ist halt auch die Gefahr ein bisschen größer. Ja. Und wir können mit dem Quarz relativ wenig anfangen, außer zu Deko-Zwecken. Wow, da vorne sind 4 Creeper. Sind ja nur scheiß Zombies. Und 2 Skelette. Goldrüstungs-Zombie. Und 2 Skelette ist nervig, aber die könnten sich echt gegenseitig abschießen. Könnten sie mal machen. Da gibt's übrigens, ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert, wenn ein Skelett einen Creeper abschießt, hoppla, dann gibt's eine gewisse Chance, dass eine Schallplatte rausfällt. Wie auch immer das erklärt wird, logisch, aber es ist so. Wow. So wie ich mein Glück kenne, fällt dann wieder doch wieder die Cat raus, die wir schon 8-mal haben oder so. Ist der Katze. Der Katze fällt raus. Der Katze fällt raus. Wo ist jetzt hier Creeper? Creeper, sag ich. Endermann. Ich hab einen. Wir hauen nämlich immer. Frechheit, eine absolute. Letztes Mal waren es so viel. What the? Ich habe gerade einen ziemlich großen Fehler begangen. Warst du für den Endermann verantwortlich, der sich da gerade so rumgebeamt hat? Ja. Ich war gerade in Panik, weil da ein Dingsbums kam. Der ist weggebeamt. Ich bin ihn zumindest. Nee, ich sehe ihn. Ich weiß nicht, ob auf die Entfernung. Ach, da hinten ist er wieder. Weil der hat sich vorher mal um mich herum gebeamt. Au. Holz. Ab ins Wasser mit dir. Blöder Kerl. So. Hast du ihn? Nö, du hast ein paar andere Freunde. Wo ist denn der jetzt? Nein, jetzt hau mich doch nicht ins Wasser, du blödes Scheißskelett. Was sind der jetzt hin? Ist denn das hier auch? Ich weiß es nicht. Hinter dir läuft ein Creeper. Hä? Ach so. Guck mal, da ist er. Hier? Du musst wieder übertreiben. Ach, Quatsch. Oh ja, und ich renne auch noch voll rein. Ja, mit der Rüstung sollte nicht allzu viel Schaden gemacht haben. Nee. Aber Mana-Probleme hast du so oder so, weißt du? Da kannst du dir auch gleich das für 860 holen und dann krachen. Bam! Hallo! Warum Karma jetzt so ungefährlich ist,
ist, weil sie keinen Schaden macht, weil sie diesen blöden Käfer. Ja. Und ich bin auch nicht mehr sicher, wie das mit dem Kampfdings war. Ich glaube, mit. Wenn du mit Speed auf den Gegner draufspringst und während du ihn triffst, dann müsste es eigentlich so einen Crit geben, wenn es dann, wenn dann so Sternchen aufleuchten. Okay. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob das noch tatsächlich so viel mehr Schaden macht. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes verzaubern soll. Ja, die Rüstung. Die Rüstungsteile nacheinander. Meinst du? Ja. Nicht erst den. Und ich brauche erstmal ein Schwert. Ich habe einen. Und du kannst auch immer, wenn du sonst nichts weißt, kannst du auch immer Spitzhacken verzaubern. Da gibt es noch deutlich bessere Dinge als die, die wir bisher hatten. Boah. Also es gibt zum Beispiel noch Glück. Dann ist die Chance, dass aus so Blöcken wie Kohle oder Diamanten mehr Items rausfallen. Okay, ich habe ihn geaggro. Hat der Akku auf dich? Ja. Wo ist er hin? Ach, da. 3, 4 Treffer. Da kommt er. Ich glaube noch ein Treffer. Sauber. Und? Nix. Da hinten ist noch einer. Schnell. Ich hoffe, den habe ich noch rechtzeitig erwischt. Kann auch gut sein, dass der vom Tageslicht jetzt schon wieder abhaut. Ja, sieht so aus. Hinten ist er. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Wir rennen mal. Oder? Ah, ich sehe ihn. Plus 3 Spinnen ist jetzt aber super. Ja, und ein Creeper und ein Zombie. Ich versuche die mal. Alles gut. Jawohl, hat sich doch gelohnt. Ja, eine Enderperle haben wir. Boah, ich habe mein Diamantschwert fast verbraucht. Was? Jetzt. Ja, ein Drittel ist noch da oder so. Haben wir jetzt hier noch. Ach, shit. Dachte, ich kriege noch ein zweites Mal. Blöde Kuh, Sau, guck nicht so. Hätte sie ja mal helfen können. Ich habe übrigens einen verzauberten Lederhelm gefunden. Bei Protection 1, Aqua Affinity 1 und Respiration 1. Keine Ahnung, was das heißt, aber. Ja. Was? Aqua Affinity? Mhm. Ah, und ich glaube, das eine ist zum Atmen und das andere ist, dass du dich im Wasser schneller bewegen kannst oder so. Cool. Dann sollte ich den wohl mal aufheben, wa? Problem ist halt, der wird. Was ist das? Eine Leder? Ein Leder-Item? Ja. Ich weiß nicht, ob es noch möglich ist, die Verzauberungen auf einen anderen Gegenstand zu übertragen mit anderen Leveln, aber wir werden ähnliche Sachen und die noch höheren Leveln bekommen, wenn wir unseren Helm verzaubern, nehme ich an. Aber so zum Tauchen kann man ihn ja mal mitnehmen. Ja, ich bin jetzt kurz vor Level 26. Also der Ausflug gerade hat nicht so viel gebracht. Naja, die letzten paar Level dauern ein bisschen. Ich bin immer bis 22 rangekommen. Weil die sind nicht linear, wie du bestimmt schon mitgekriegt hast. Ja. Deswegen macht es auch herzlich wenig Sinn, die zu sammeln. So auf über 30. So, und wie verschönere ich das jetzt hier noch? Eigentlich muss ich die Pferdseite, da muss noch was passieren eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was ich bastel. Lauf mal wieder ein bisschen durch die Gegend. Und hoffe, dass wir irgendwie ein interessantes Thema haben. Haben wir ein interessantes Thema?
Ja, lauf nicht zu weit weg, denn das interessante Thema gibt es erst nächste Folge. Ah, stimmt. Stimmt. Na gut. Ja, heute bin ich der Spielverderber, ich weiß. Na super. Immer das Gleiche. Nie könnt ihr mal eine lange Folge machen. Immer nur so kurz. Ich habe gerade ein paar Blümchen aufgesammelt. Warum macht ihr nicht 2 Folgen pro Tag? Kriegst du so eine Kommentare? Nein. Ich dachte schon. Hallo. So, wollen wir mal. Das war ich schon vor. Was? Machen wir Feierabend, ja, wa? Feierabend. Gut, dann. Abend, wie das duftet. Was? Super, ID Claim. Ganz toll. Die ID, meinst du, ich habe das jetzt. Meinst du, der Song ist überhaupt GEMA geschützt? Ich denke schon, ja. Weil What? Alle. Was? Wie viel hätten sie ihn gerne? Doch, kann doch niemand alle. Einen Werbesong. Kann doch niemand einen Werbesong. Was weiß ich? Auf jeden Fall werden wir jetzt verklagt und du bist schuld. Super, toll. Nein, ich habe ja einen Vertrag mit denen. Ich bekomme jetzt, bekomme pro Tag eine Teewurst. Geil. Kommt da auch der Typ auf seinem Ross angeritten? Ich weiß gar nicht, woher, wo, was war denn das Lied? Pommersche. Ah ja, war doch das Richtige. Ja. Habe ich doch den richtigen Song für meinen Werbevertrag gesungen. Aber ich... Nee, das, was ich meinte, war die Rügenwalder. Und die Pommersche ist keine Rügenwalder? Ich glaube nicht, nein. Aber super die Outro. Mit der Mühle. Super Outro. Wie dem auch sei, ich danke euch, Leute, fürs Zusehen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Together. Tada, die Hundepein in Minecraft. Die Wurst mit euch sein. Ja, und auch die Rügenwalder. Dann kommt so ein Typ angeritten und dann müsst ihr die Frage immer mit alle beantworten. Wenn der Typ Taladir wäre, dann würde er dabei sterben. Ah, super, stehst vor der Tür, kommt so ein Creeper vom Haus gefallen, so. Geil. So, dein Teil. Tschüss.